Ey, lass das. Drei, drei, okay. X, wie viel kriegt der denn? Muss ich gerade nochmal. Ah, nein, nicht da drauf. Ah, entschuldige. Entschuldigung. War schon wieder Jetzt falsch. Ja, das war falsch. Eins. Ah, hier unten fehlt eine. Muss ich nochmal kurz gucken. Scotland Yard. Leitung. Muss mir auf die Nippel achten. Also, Mr. X bekommt. Mr. X bekommt. Mr. X bekommt. Vier Taxi, drei Bus, drei U-Bahn. Taxi. Vier Bus, drei U-Bahn. Wir bekommen acht Bus. Verändert sich bei unseren Undergrounds was? Bei den Undergrounds habe ich. Nee, der kriegt immer dieselben Karten, nur die Underground-Karten sind anders. Also, 8 Bus für jemanden. 3. Einmal Bus. Also kann sich jeder gerne schon mal einen Stapel Taxis und Busse. Ich habe Undergrounds gemacht. China, I am Player Blue. Ich habe bloß den. Platz gewechselt. Ah. Damit wir uns direkt gegenüber sitzen, ne? Nein. Nein? Ich habe den blauen unsichtbaren Bereich weggemacht. Ach Ihr so. könnt gerne euch eure Stapel nehmen. Der Tiger ist ordentlich. Ja, also online im Spiel kann ich das ja sein. Hey you, hear me. Ja, Carlos fehlt danke. ihm noch, genau. Und wer hat noch keine U-Bahn-Karten? Ach, ich. Ja, der keine braucht. Eine habe ich noch, aber 433, genau. Wer hat jemand jetzt irgendwie nur 3 in seinem Stapel? Okay, das sind auch Ich habe 4. acht Da, Bus. Schena hat nur 3. Da passt es doch. Ich mach das selber Wie kann da. man einzelne Karten zu einem Stapel machen? Einfach, wenn du so aufeinander legst. Also, wenn ich jetzt hier einen runternehme und die Die müssen anderen dann auch draufzeige, richtig gedreht werden. genau. Wenn du In den falten. privaten Bereichen klappt das aber nicht. Genau. Ah, alles klar. So, wo haben wir denn den Würfel hin? Den hatte ich eigentlich nach rechts gelegt, Der neben liegt da. die Karten. Ja, ich hole 9. Irgendwie Nein, will hier das ist einer. nicht. Ah, da war er doch. Da ist er. Ah, sehr gut. Okay, dann würde ich die Aufnahme beginnen. 3, 2, 1. Damit herzlich willkommen zu einer etwas kleineren, aber immer noch sehr feinen Runde Scotland Yard mit drei Detektiven und einem Mr. X. Wir müssen erstmal wieder rausfinden, wer Mr. X ist. Ich fange einfach mal frech an zu würfeln mit einer 1. Super, ich bin's also nicht. Das Scheiße. ist noch nicht gesagt. Wir können alle noch eins Ja. würfeln. Oh, zählt es als Wurf? Nein, du bist noch nicht dran Ah, gewesen. Entschuldigung, Oh, bitte, schade. dann mach erstmal noch deinen Wurf. Nee, Alof, du bist schon dran. Okay. Bei Ha! Erfolg. Das ist also definitiv nicht Mist. Ah, sieht gut aus. Wir steigern uns. Lalalala, das toppe ich. Indem du die Würfel vom Brett schmeißt. Mit Na, was habe ich gesagt? Sehr gut. Dann haben wir ja unseren Mr. X. Dann nehme ich Wow. dir die Karten weg. Plupp. Plupp. Ja. Deine. Deinen privaten Und mach Bereich dir einen kannst du schönen leer versteckten machen Bereich. mit F4. Aber lass die Karten am besten gleich hier drüben liegen. Dann haben wir die, können wir uns hier draufschmeißen. Ja. Außer die selber dahin nehmen. Das, ich mach das schon. Okay. Was muss ich im privaten Bereich machen? Dein Dings dann umdrehen, deine Ach so, mein Zifferkarte, wo du. Startfeld, ne? Ja. Genau, sonst bist du. Okay. Wäre vielleicht nicht so günstig. Hat jemand meinen Spielstein weggenommen? Ah, da ist er. Ich weiß auch gerade nicht, wo meiner ist, da oben. Also. Der X geht auch mal dahin. Der steht hier. Und der auch weg. Auch weg. Ha Gut, dann darf Mr. X gleich als erstes seine. Sein Startfeld Mischen nicht vergessen. Huch. Ich war noch auf F4, glaube ich. Ich glaube, das Ja. muss ich irgendwie. Wie mache ich das? Ach, einfach auf die Hand klicken, ne? Ja, genau. Da. Okay. Gut. Hat keiner gesehen, ne? Nee. Gut. Nein, alles gut. Ich bin schon wieder am Arsch der 91. Welt, ey.
Lalalala. Jetzt muss ich mich erstmal finden. Die 13 ist irgendwo recht weit oben. Bestes die 91, Start, wo war die denn? 91 ist irgendwo rechts oben, glaube ich. Ah, da hinten, okay. Diesmal sind wir ja richtig schön verteilt auch. Außer komplett Restlohn. Ja. Da mag eh keiner hin. Ja, dann fange er an, Herr Ossip. Sagen uns, wo er hinfährt. Das werde ich nicht verraten. Aber ich nehme ein Taxi. Mal. Er nimmt ein Taxi, ja gut. Ich glaube, er steht, keine Ahnung wo. Es ja, ist einfach zu... Ich kann noch nicht so viel jetzt reichen. Ja, ich fahre mal mit dem Taxi auf die 161. Ich fahre, glaube ich, einfach zur 105, da zur Brücke. Ja, wo fahre ich denn? Ich habe so viele Optionen. Ja, du kannst mit der U-Bahn, aber das bringt dir im Moment nicht viel. Fahr mit dem Taxi irgendwie im Kreis, dass du wieder auf die U-Bahn kommst. Ja. Ich würde mal sagen, zur 23 habe ich jetzt noch ein paar Optionen. Ja, stimmt. Was kann ich denn überhaupt fahren? Das sieht man wieder so schlecht. Kannst da kann man fahren. Taxi fahren. Und sogar Bus. Ja. So, also wo soll es hingehen? Frag doch nicht immer so provokativ. Also nur auch dir nochmal als Erinnerung, ne? Wir sehen ja deine Hand, ne? Nicht, dass du das vergisst. Ja. Nee, also ich denk da schon. Wir müssen schon wissen, wo du hin willst, damit wir die richtigen Karten geben können. Ich nehme nochmal ein Taxi. Jetzt fang nicht an wie Salia. In der letzten Woche. Natürlich. Wie kannst du dir merken, diese Taktik? Nach einer Woche, ja? Ein Bus hier auf die U-Bahn-Station. Ja, ich mach das ebenso. Wäre es, wenn ich auch Bus fahre, zu 67 runter? Obwohl, nee, das ist ja gut abgedeckt. Und Arloff. Aber vielleicht wäre durchaus eine U-Bahn gar nicht schlecht, falls wir halt ganz woanders sind, dann kommen wir schnell in die richtige Richtung. Fahr ruhig auf das U-Bahn-Feld. Ja, wieder zurück zum Startfeld. Ja. Fahren wir nochmal Taxi. Und dann bitte Ossel, wo steht er und wo hat er angefangen? Kannst du gerne vorlesen? Sitz dich da. Bin ich ganz mächtig. Darf ich dann erst den Zug machen und muss mich dann zeigen oder muss ich mich erst zeigen? Ja, erst den Zug und dann zeigst du, damit wir jetzt genau wissen, wo du bist. Okay, dann nehme ich nochmal ein Taxi. Ach, ich muss immer meinen Stapel suchen, der da oben, ne? Ja. Der ist ganz links. Ja, ich wollte immer erst bei dir nehmen, aber... Kannst du gerne den ganzen Weg sagen, damit ich habe das ganz gerne zum Nachvollziehen. Moment, ich muss gerade nachgucken. Stimmt irgendwo hier. So. Gib mir mal das Teilchen. So, ich habe angefangen. Na, was schätzt ihr? Wo könnte ich sein? An der Themse. Irgendwo. An der Themse. Bist du sicher? Ja, nee, sag mal. Ich habe angefangen auf der 94. Sag ich doch. Das ist doch zum Kotzen, das Spiel. Bin dann weiter auf die 75, dann auf die 59 und dann auf die 76. Leckt's mich am Fuß, du. Ja, schön. Ich fahr U-Bahn. Wäre ich doch mit der U-Bahn zu 46 gefahren am Anfang. Ja, aber naja, es hätte jetzt auch nicht so viel geändert. Gut, ich fahre mal U-Bahn. Ich wäre nie nach dir. Scheißdreck, ey. Manchmal ist das Spiel echt zum Kotzen, ne? Nicht für Mr. X. Ja, das glaubst auch bloß du. Ah, warte er ab. Ja, und dann bitte, Mr. X. Was war jetzt die Einschränkung von Mr. X dafür, dass wir einer weniger sind? Er hat ein Black-Ticket weniger. Oh, ein Black-Ticket. Ja, wenn man die zu benutzen weiß, sind die richtig gut. Daria hat die nicht gebraucht, die hat es so hingekriegt, aber ich benutze die eigentlich immer komplett. Gut, kommt darauf an, wo man steht, wie die anderen planen und so weiter und so fort. Ja, na klar. Ich mache das sehr gerne, dass ich dann bei einem sichtbaren Feld auf einer U-Bahn stehe und dann sage, ja, ich fahre schwarz und zweimal und dann wissen sie gar nicht mehr, wo du bist. Mr. X ist gezogen. Warst auf der 76, ne? Ja. Oh, ich nehme mal an. Dahin. Nicht an, dass er dahin ist. Auch nicht an, dass er dahin ist.
Trotzdem fährt Schena jetzt erstmal auf die 58. Aber erstmal. Hör auf, meine Gedanken zu lesen. Ja, das kann ich nicht. Ja, fick die Henne. Wo fahr ich denn hin? Was laufen solche Mindgames mit mir? Ja, das kann ich manipulieren, kann ich gut. Ne? Ja, ich werde wohl nochmal U-Bahn fahren. Ja, warte mal, ich muss erstmal überlegen, wo ich hinfahre. ich fahre mal hier mit der U-Bahn. Naja, mit der U-Bahn ist voll die Verschwendung, ey. Fahr. Sehr intelligenter Ausdruck. Ja, danke, ich weiß. Ja, ich fahre U-Bahn, fick doch die Scheiße. Ups. Ich kann ihn schon fast riechen. Verstehe ich gar nicht. Ja, auf 58 ist er nicht. Das heißt, nee, auf 58 hätte er eh nicht sein können. Auf 59, 60 oder 7 war er jetzt gerade. Ja, bitte fahren. 61 wäre noch gegangen. 61 schon. Aber da wäre er sehr nah an dich rangekommen. Macht manchmal nichts. Ja, also ich bin mal wieder am Zug. Moment, ich wollte schon wieder den falschen Kartenstapel nehmen. Taxi. Okay. Ja, ich nehme ein Taxi, außer ich habe mich gerade getäuscht. Moment. Ja, nee, doch, passt. Taxi passt. Nehme ich an, dass er da ist. Wie sollte er da hinkommen? Er stand auf der 76, als wir ihn gesehen haben. Ja. Taxi. Aber da. Ach nee, Tegas war auf dem U-Bahn. Ja. Das ist ein Bingo! Nein. Wer weiß? Da fahr ich hin. Mitte der Bus. Fahr gerne Bus. Spaß macht immer doof, aber Bus ist schön. Ah, Freunde der Sonne. Tja, ich bin ja gerade am überlegen, ob Tiger vielleicht zurück zur U-Bahn fährt, dass er sozusagen versucht hat, um uns rumzuschiffen. Habe ich auch überlegt, aber ich wäre sehr riskant, ne? Ja. Ich weiß nicht so richtig, wo ich hin soll. Weil, also wenn er mit Taxi wäre jetzt hier, wenn er zu der U-Bahn will, dann würde er jetzt auf dem Feld stehen, wo er nächste Runde sterben kann. Nee, er hätte ja von der 76 zur 61 fahren können und dann wäre er jetzt auf der 46. Okay, das kann sein, aber das wäre auch, weil du da stehst. Ja, und nicht, Tiger, ja, nee. Aber natürlich, du kannst es natürlich trotzdem ausprobieren, aber ich glaube das nicht. Ich glaube, er versucht sich zu verdrücken, aber es kann natürlich auch sein, dass er irgendwie versucht, nach da oben zu kommen. Könnte ja auch hin und her gehen, wer weiß. Ja. Oder er steht hier und will auf 76, dass er dann U-Bahn fahren kann, aber ich nehme an, er steht. Ja, leider weiß ich immer noch nicht, wo ich hingehe. Fahren. Aber da oben gibt es kein Boot. Ne? Nee, da oben ist kein Boot. Schade. Es gibt Leute, die behaupten, dass du mit diesen schwarzen Linien hier in dem Hyde Park auch rumfahren kannst, aber da die teilweise sonst wo enden, würde ich sagen, nein. Ja, ich fahre dann einfach mit dem Taxi hier auf die 78, wa? Ja, mach das. Ja. Ich bin noch immer am Überlegen, die ganze Zeit schon, wo ich hinfahre von 58 aus. Ja, ich hatte das Problem auch. Zu 46, zu 74 oder zu 75 oder... Oh. Ich meine, wenn die Vermutung stimmt, dass er unten auf der 95 steht, wäre die 74 mit am besten. Also es kann sein, dass er jetzt auf der 46 steht. Ich sag nix. Danke, Ossi, danke. es kann sein, dass er jetzt da steht. Ich zweifle das an, aber du könntest es natürlich absichern. Ich nehme an, dass er dahin ist und dass er jetzt hier runter will. Ja gut, da sicherst du ja im Endeffekt momentan ab. Ganz genau, deswegen geh ruhig auf die 46. Ja. Das ist ein... Also nochmal Bus wieder zurück, den Weg, den ich gerade gekommen bin. Also, sonst rennen wir alle in dieselbe Richtung, er fährt in eine ganz andere und dann stehen wir da. Haben wir gewonnen, Ossi? Ja, nee, habt ihr nicht. Das überrascht mich nicht. Aber die Möglichkeit hat bestanden. Ja. Dann sage er was. Ja, durchaus. In Runde 8 muss ich mich erst wieder zeigen. Ja, jetzt muss ich überlegen. Tiger ist gerade wie Raubkatze im Käfig, die immer hin und her läuft. Das ist ja im Endeffekt das, was Salia am Ende machen wollte. Ah, das ist richtig. Schwierig. Da
Das Board wurde aber schon oft geknickt. Das sieht man gut hier im Hyde Park. Das sieht aus, als hätte es jemand eigens eingescannt. Hat er auch. Aber es ist der Original Scotland Yard Charme, weil das ist, sieht tatsächlich immer so aus. Fällt auch gerne mal ein Teil ab. Aber ich nehme wieder mal ein Taxi. Wer hätte es gedacht? Jetzt ist er aber die Möglichkeit. Ich nehme wirklich an, er stand da. Weil sonst hätte er jetzt nicht groß überlegen müssen. Weil ich habe gesagt, er will hier runter. Und es kann sein, dass er jetzt gesagt hat, okay, ich fahre nicht darunter, weil alle denken, ich fahre darunter. Und versucht, auf die 93 zu kommen. Das heißt, er steht jetzt auf der 94. Weiß es aber nicht. Ich sag nur, es sind Vermutungen, was er alles raushaut. Ne? Yes, nein. Er hat halt noch zwei Züge. War jetzt auf jeden Fall auf die 113. So oder so ist das nicht schlecht. Dann muss ich euch tatsächlich mal kurz alleine lassen. No. Das kannst du nicht machen. Doch, das tut mir leid, ich beeile mich. Tja. Der Spielleiter ist weg, jetzt können wir behumsen. Ach nee, das wäre für mich gar nicht gut. Wieso, wir müssten doch bloß mal in dein privates Notepad reingucken. Ich könnte natürlich auch auf Public klicken. Ja gut, das bringt ja nichts. Mir nicht. Uns auch nicht. Weil das sind unterschiedliche Notepads, die sind extra getrennt. Nebenbei ein sehr schöner Avatar-Tiger. Danke. Kommt mir irgendwie vor, als hätte ich das schon mal in Begleitung von einem Panda gesehen. Nein, sehr unwahrscheinlich. Warte. Ein Panda? Kung Fu Panda. Da war doch eine Tigerin dabei. Nein. Nicht? Die hatte auch was Rotes an, oder? Und wenn, dann haben die von mir abgeguckt. Okay. Der schöne Tiger. Die Zeichnung datiert auf vor 2000. Wow, so alt schon. Ja. Die wurde auch im Markt bezahlt. Ach ja, die D-Mark, da habe ich einen ganzen Stapel hier liegen. Hat mich 50 D-Mark gekostet. Nö. Aber von nix kommt nix. Als Schüler ist das teuer. Absolut. Ich habe mal so Trading Cards Game hier von Star Trek mir gekauft. Da habe ich auch fast mein ganzes Taschengeld für ausgegeben. Da habe ich noch original verschlossene Päckchen hier. Ernsthaft? Ja. Ja, ich habe das nie groß gespielt. Ich habe die gesammelt, aber nie aufgemacht. Da offen waren sie bei mir schon. Ich weiß nicht, wo ich hinziehe. Ja, ich auch nicht. Ich glaube, ich gehe zur 77. Andererseits, wir sehen ihn ja nächste Runde immer noch nicht. Nee, das ist... Ich würde dann so eventuell zu 34 fahren. 34 ist wo? Ist von meiner Position aus nach rechts. Da war eben dein Zeiger, glaube ich, fast drüber. Ah, okay. Also die Sache ist, wir werden ihn jetzt eh nicht einkreisen. Dafür ist der Ossel, glaube ich, zu schlau. Schlau und ich in Verbindung, das trifft es manchmal nicht. Na gut, aber also ich meine ja halt so gerissen halt. Gerissen. Bin ich dran, oder was? Nee. Wir haben auf dich gewartet. Ach so. Ach, ihr habt gar nicht weitergemacht. Wir sind noch am Rätsel, wie wir am besten ziehen, weil das ist, ich meine, wenn er wirklich bei der 94 steht, dann muss Arlof im Endeffekt in die Richtung, du auch. Ja, wobei wir da nicht hinkommen, bis er sich zeigen muss. Ja. Andererseits könnt ihr uns auch durchgeschlüpft sein, momentan auf dem Weg Richtung Ost-London sein. Das ist auch richtig. Ja. Darum ist meine Überlegung, dass ich eventuell zu 34 fahre. Ist kein ganz so großer Sprung. Das kannst du tun, ja. Ich fahre, denke ich, trotzdem mal zur 77. Ja, auch das kannst du tun. Wir wollen dich schon an unseren Überlegungen mit teilhaben lassen. Ja, das du. Dann Ossel, bitte. Ossel. Gesundheit. Uiuiui. Ja, es ist nur Husten, das ist das Schlimme. Ist ja auch eine Krankheit. Okay. Ich fahre Bus. Oh, welch Wunder, ne? jetzt habe ich extra falsch rumgedreht.
Wer haut denn da in seine Tasten? Das war ich kurz, Entschuldigung. Kein Problem. Das wirst du in Zukunft noch erkennen. Also, meistens, ja. Immer. Also von mir aus dürft ihr. Super, Bus ist er gefahren. Es kann natürlich jetzt auch schön verwirrend sein, dass er mit dem Bus gefahren ist, weil er gar nicht hier steht. Weil hier macht es relativ wenig Sinn, jetzt Bus zu fahren. Ja doch, wenn man zu 74 will, ist der einzige Weg dahin. Das ist korrekt. Ja. Oder er war doch schon hier auf der 122 auf dem südlichen Park und ist jetzt hier zur 144 zum Beispiel gefahren. Auch korrekt. Zwei Möglichkeiten gibt es, wenn unsere Überlegungen denn korrekt sein sollten. Oder er ist zu 93, das geht auch. Ja. Ich fahre auf jeden Fall auf die 122, egal was ist. Echt? Was habe ich denn? Ja. Was willst du denn sagen? Du kannst halt auch direkt zur 144 von der 123. Das stimmt. Also, das ist natürlich so ein risky Shot, aber. Ja, da ist er auch nicht, sonst hätte er jetzt schon. Ein risky Shot? Hab ich hier. Sonst hätte er jetzt schon laut aufgeheult, aber nee, da war er nicht, aber es macht nichts. Vielleicht habe ich mir auch extra den Mund zugehalten. Ja, bist du jetzt tot oder nicht? Ich weiß nicht, Moment, ich guck mal, da ist ein Loch im Bauch. Ach nee, das ist der Bauchnabel. Er ist nicht tot, danke. So, ich fühle mich so, ich weiß auch nicht. Ja, das Runde 8 erst ziehen, dann zeigen, ne? Ja. Okay. Warte, ich hab noch nicht. War auf die 94. Okay. Das war ich mit der Figur, also. Ja, ich würde eigentlich gleich wieder zurückfahren zu 46. Weiß ich nicht, weil. Falls er wirklich noch auf 74 steht, könnte er da hinfahren mit einer U-Bahn-Karte. Das stimmt. Ja, dann mach. Und möglicherweise macht er auch einen Doppelzug. Dass er hier oben links noch ist in der Ecke. Das ist. Wir werden es erfahren. Wo warst du bei der 3? Warst du hier oben irgendwo? Nee, 59 oder 76 war es. 76 war es. Dann erzähl uns mal den Weg gleich. Okay, Moment, wo habt ihr mich das letzte Mal gesehen? Auf der 76, glaube ich. Dritter Zug. Dritter Zug, okay. Moment, da muss ich das Teilchen hier nehmen. Mhm. Dritter Zug war. Bin da nicht. Ich such gerade wie blöd. Also, eins von den beiden, 59 war es. Okay. Ja, ich glaube, da war ich. Dann bin ich hier runter. Ja. Bin hier hoch. Ja. Hab mich ein Feld hinter Schena gestellt. Alter, scheiße. Dann bin ich wieder hier hin. Ja. Dann bist du mit dem Bus. Und dann bin ich mit dem Bus hier hin. Und Schena hat mich gekillt. Ah! Wäre er nicht zurückgegangen, hab ich hochgepokert. Alter! Ich wollte direkt ihm hinterher, weil ich gedacht habe, er dreht doch niemals um. Alter! Sehr schön. Sehr nice. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Schön, schön. Ja, ich hatte auch gedacht, ich könnte da jetzt durchschlüpfen. Aber irgendwie da in dem Plan waren die Motten. Ja gut, dann weiß ich nicht, habt ihr noch Lust auf noch eine Runde, weil es war jetzt eine kurze, oder sagt ihr, reicht euch anderthalb Stunden? Och, ich denke, das reicht. Alles klar. Ja. Gut, dann würde ich sagen, ich schmeiß nochmal den Tisch um. Ja. Und er eine fällt, sehr, sehr schöne fällt, Runde. Und er fällt. Er fällt sehr tief, das ist eine sehr hohe ja. Ne? Ja. Ihr müsst mal vorstellen, wie klein wir also sein müssen. Ja, wir sind also Ameisen im Universum. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Gerne, gerne. Danke für die Einladung. Ich hoffe, beim nächsten Spieleabend seid ihr auch wieder mit dabei. Mal gucken, was wir dann spielen. Das muss ja dann immer erst diplomatisch gewählt werden. Demokratisch meine ich. gewählt werden und dann gucken wir weiter. Ja, dann allen Zuschauern noch einen schönen Vormittag. So. Oder Abend. Vormittag. Ja, wer das jetzt abends guckt, muss das Video anlassen oder am nächsten Tag morgens nochmal gucken. Mindestens. Dauerschleife. Das ist klar. Gut, tschüss. Ciao. Trink Bier mit. Das muss ja auch rausschneiden.